Nach einer kurzen, aber heftigen Liebesnacht verkünde ich hiermit die Hochzeit zwischen Mann und Mann. Ich sage laut ja, ist super, das Burland endlich wieder in Burenhand. Und ich sage das, wir werden neu attraktiv, zukunftsreich und ideenarm arbeiten. Und vielleicht in 20 Jahren ist das Burenland voll mit lauter Burenkindern. Das hätte ich gerne als Plan. Schön gesagt, Partner. Ja. Ja. Jetzt warte ich schon rechts und links von mir, dass endlich wieder die Kritik aus ihren Löchern kriechen. Wer traut sich was gegen mich sagen? Ja. Jetzt sage ich es mit harten Worten, sa, sa, pa, pa. So, Soundcheck erledigt. Also, wenn die SPÖ mit der FPÖ koaliert, kommen keine Grauslichkeiten. Dabei raus, dafür garantiert der Tarabosch. Grauslich ist nur, wenn die ÖVP mit der FPÖ koaliert. Ja? Beim Schüssel zum Beispiel, das war grauslich. Happy Birthday! Schluss aus mit diesem furchtbaren Lied! Ich hätte ja ein Leben lang die große Koalition weitergemacht, aber man hat mir leider damals das Herz gebrochen. Mitten ins Herz hat er mich gestochen, der Klima. Ja, so wie bei diesem Märchen, die Schneekönigin vom Hans Christian Andersen, wer es kennt, nicht? Aber ich erzähle Ihnen, kein Märchen, bei mir ist es die Wahrheit. 99 mit dem Klima, es war schrecklich. So, stimmen wir da her. Du bist in die Mitte des Schütt, Viktor, komm. Brotzen weg, du kriegst mir Österreich nicht. So, jetzt brauchen wir noch Zigaretten? Ja, darfst du noch rauchen, ist ja noch nicht das 21. Jahrhundert. Du holst mir, Chick. So, der Anzwickte, holt mir jetzt noch Zigaretten, dann arbeiten wir 4 Jahre weiter in der Kroko, verstanden? Passt. Abgezwickt nennt er mich, den Abgezwickten. Schickt mir da Zigaretten. So, das Marschall habe ich noch für die nächsten 4 Jahre. Wunderbar. Eine Frechheit, das brauche ich mir nicht antun. Wiederschauen. Ja, mein lieber Jörg, ich komme zu dir, du bist lieber Was? Zu mir, gell? Bulli, servus. So, ich wollte eine Spritztour machen. Eine Spritztour? Ja. Im Freien, wirklich? Ja, natürlich. Ich wusste, du bist der richtige Sau. Was, ein richtiger Sau? Das müssen wir merken. Ja, ja, wir kommen. Ja, den Rest der Geschichte bitte mal einen Kopfkino sich vorzustellen. Kommen wir ganz kurz in die Realität. Die Innenministerin. Grüß Gott. In welchem Land leben wir eigentlich, dass Asylwerbende in Zeltlagern untergebracht werden müssen? Das ist ja ein Skandal. Haben Sie ein Herz aus Eis? Oder? Also für die FPÖ ist das Thema Asylanten ja bekanntlich das Thema 1. Und wenn wir die Asylanten einfach alle abschieben, was sie in 3-4 Tagen machen lassen, dann hätten die kein Thema mehr. Da sage ich zu den Ausländern, let it go. Ja? Let it go, das berühmte Lied aus dem Disney-Film Die Eiskönigin. Jetzt weiß ich endlich, woran mich der Hintergrund bei Ihnen erinnert, an das Eisschloss der Eiskönigin, die ja ein vergletschertes Herz hat und nur die wahrhafte Liebe kann das eiserne Herz und das eisige Herz wieder zum Schmelzen bringen. Kann ich irgendwas tun vielleicht, dass das Herz von Ihnen schmilzt? Herr Wolf, die Kälte ist jetzt ein Teil von mir. Aber Sie können gern herauf auf mein Schloss kommen, mein Herz erwärmen. 1, 2, 3 Stunden hätte ich Zeit, wenn Sie kommen. Ja, also bei den Wölfen müssen Sie halt vorbei, aber Sie sind ein Artgenosse, da kann das nicht so schwer sein. Kommen Sie her, ganz einfach. Klassischer Fall von Eigentor. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen mit Metaphern um mich werfen und jetzt muss ich vielleicht nur für das Wohl von Österreich hinauf zur Innenministerin in das Eisschloss. Herr Professor Doktor, was auch immer, Filzmeier. Ich habe es nur so dahingesagt, da kann man mich nicht festnageln. Was liegt? Das biegt. Sie müssen hinauf zur eisigen Königin, sonst droht großes Unheil, ein ewiger Winter in unserem Fjord. Also gehen Sie mit uns Ihre Pflicht. Let it go. Vielen Dank, Maschek. Danke.